Ja, Tag auch Leute, es geht wieder weiter mit Jada Cocoon. Und wir wollten ja letztes Mal in den Käferwald der Unterwelt gehen. Und das machen wir auch einfach mal jetzt. So, wir hören es schon, die Musik ist im größten Teil die gleiche geblieben, bloß ein bisschen finsterer und hier sieht es auch ein bisschen finsterer aus, finde ich. Und natürlich auch mit neuen Monstern. Ein Swarf, Level 11, das krallen wir uns gleich mal mit Fangsprung. Mal gucken, wie jetzt diese Plus Power sich da auswirkt auf das Monster. Ja, das wirkt sich doch ziemlich gut aus, finde ich. Ja, ein schönes Ding. Ja, dann wollen wir mal weitergehen und erkunden mal den Weg hier weiter. So, da haben wir noch so einen Swarf. Das machen wir auch nochmal kurz weg. Diese Monster brauche ich nicht fangen. Man sieht vielleicht schon an der HP-Anzahl, dass die recht niedrig ist. Das heißt, dass die dann auf Magie ausgelegt sind. Und ich habe ja alle Monster auf physische Angriffe ausgelegt. Von daher brauche ich jetzt einfach keine magiestarken Monster mehr. Das Käferwarp funktioniert hier im Übrigen nicht mehr. Also wir brauchen es erst gar nicht zu probieren. Jo, dann schauen wir mal in die Ruinen hinein, was es da so gibt. Hier krabbeln auch neue Monster rum. Ein Squimmel. Man sieht es vielleicht schon an dem Stand, dass das eine Abart der, wie heißen die nochmal, Parteimel im ersten Käferwald sind. Müsst ihr euch nochmal angucken. Die halten ziemlich viel aus hier. Und sind auch ziemlich schnell. Aber ich glaube nicht, dass die sonst noch irgendwas Großartiges können. Doch, die können, glaube ich, Leben entziehen. Da haben wir es gerade gesehen. Äußerst nervig, weil das wieder den Kampf in die Länge zieht. Das heißt also immer rauf da. So langsam ist es mal gut hier. Genau. Sehr schön abgefertigt. Jo, dann müsste es ja auch bald wieder ein neues Level geben. Hier wissen wir, dass dort im normalen Käferwald eine Truhe stand. Die steht hier auch wieder. Und zum Glück greifen uns diese Monster hier nicht an. Das heißt, wir können die umgehen. Ich gucke erstmal nach, ob wir überhaupt noch einen Skelettschlüssel haben. Ja, den haben wir sogar noch. Dann gehen wir aus dem Weg, danke. So, da haben wir ein paar Gnaden und einen Falkenkragen. Bringt uns aber nichts, weil der unsere Geschwindigkeiten um 1 verringert. So, dann nehmen wir hier mal ruhig Fangsprung. Sehr schön. Je mehr ein Monster ausweicht, umso schneller ist es dann auch. Das ist also ein gutes Zeichen. Und ich mag diese Monster absolut nicht. Vor allen Dingen, weil die das auch immer und immer wieder machen.
bis ihnen dann das Mana ausgeht. Jo, da hagelt es auch Level 14. Wunderbar. 290 HP, das ist echt viel. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Stats? Das kann sich schon sehen lassen mittlerweile. Ist echt nicht schlecht. Und... ah, Mann, verdammt. Wir könnten mal unsere Fangstufe nochmal nach oben bringen. Ich glaube, das mache ich mal auch. Indem ich das Ding jetzt einfach mal fange. Ach, verdammte Kacke. Egal, dann schlagen wir halt so auf ihn ein. Mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Das wieder los. Aber irgendwann hört er damit auch auf. So, jetzt müssen wir ihn haben. Nein, er macht damit weiter. Sehr schön. Jetzt kommen jetzt hier, stirb. Jetzt hat er wohl aufgehört. Oh, wir sind schon im roten Bereich. Dann wechseln wir wieder und hoffen, dass wir es jetzt fangen können. Capture. Wunderbar. So muss es sein. So gefällt mir das. Und da steigen wir auch eine komplette Fangstufe auf. Und ich denke mal, wir können die Ruinen wieder verlassen. Oh, das ist sehr schön, dass das da liegt. Das ist ein weiteres Fusionsmaterialmonster für mich. Ein Patrek oder so ähnlich. Genau. So hieß das Schmuckeding. Das gibt es dann auch in der Luftvariante. Das werden wir dann auch nochmal auf meinen Rollmops draufknallen. Hier sieht es auch, die können wieder diesen Feldzauber. Soll uns aber nicht weiter stören, denn wir fangen dich eh jetzt. Was ist denn da los? Ärgerlich. So, jetzt aber nochmal, bitte. Das muss jetzt klappen, ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir das erste Mal sterben. Sehr gut. Ich dachte schon. Wir hatten nämlich nur noch 60 HP oder so ähnlich. Ja, genau. Also hat er uns über die Hälfte abgezogen. Und ja, das wäre halt nicht so cool, weil dann verlieren wir nämlich alle Erfahrungen, die wir auf dem Level gesammelt haben. Und dann müssten wir halt wieder von neu beginnen. Das wäre ärgerlich. So, ist hier noch irgendwas? Nein, soweit ich weiß nicht. Ich gucke nur mal vorsichtshalber nach. Doch, da liegt noch ein Patrek. Wie sieht es denn aus mit den Monstern? Level 14? Level 13? Ich denke mal, ich greife den mal eben an. Das sollte eigentlich ein recht kurzer Kampf werden. Ich mache das mit Fangsprung. Und dann wechsle ich zu Vollmops, damit er den dann erledigen kann. Und dann in der Stufe aufsteigt.
Mobs. Und Angriff. Schön. Na bitte, der Versatzen. So, da steigt er auf. Auch rauf, auf. Und wir setzen unseren Weg unbeirrt fort. Also so schlecht sieht die Unterwelt hier gar nicht aus, ne? So, was erwartet uns denn hier? Wieder krabbelige Insekten, vermute ich. Ne, da liegt ein... Oh, das ist sehr schön. Da liegt nämlich die Luftvariante des Monsters, was wir gerade gefangen haben. Zwei Hakarus. Und das machen wir mit Kobolsekt. Der kennt sich mit Luftmonstern sehr gut aus. Und wir probieren einfach mal Fang plus Power. Flower Power. So, dich dann bitte auch nochmal. Ein Critical Hit war das gerade. So, jetzt ist wieder eine sehr gefährliche Situation. Die beiden können uns nämlich sehr leicht töten. Wir probieren es trotzdem. Wir sind ja halt hier wagemutig. No risk, no fun, ne? So. Einen haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Jetzt wird der andere auch noch dran glauben. Das dürfte dann auch wieder in eine neue Fangstufe resultieren, weil das waren ja zwei Level 12 Monster. Ergibt Level 13 und das müsste dann jetzt automatisch in Fangstufe 14 resultieren. Tatsächlich. Sehr schön. Okay. Jetzt spackt mein Computer gerade ab, aber das macht nichts. Wir gehen weiter. Ja, hier fliegen noch zwei Squirrels rum. Die interessieren mich allerdings recht wenig. Na gut, ich muss halt mit denen kämpfen. Aber lass mir das mal den guten Kobolsekt machen. Dann möchte er auch noch auf Stufe 14. Ja, wie man sieht, diese Angriffe von den Teilen bringen überhaupt nichts. Ich glaube, die haben auch einen speziellen elementarlosen Angriff. Das war, glaube ich, Beine brechen war das. Also die können einem die Beine brechen und dann hat man weniger Chancen zu treffen mit dem Monster. Gibt's auch, glaube ich, in der Variante Flügel brechen. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ja, dann schauen wir mal nach, was denn in der Hütte ist. Woher der Maskenmann im Käferwald rausgesprungen ist. Hier liegt nur ein Skelettschlüssel. Okay. Gut. Haben wir's. Und dann werden wir jetzt noch diese Feuervariante dieses Monsters da besiegen. Ich glaube, das mache ich wieder mit Fangsprung und wechsle wieder zu Kobolsekt. Ist halt dann einfacher. So, da bist du. So, Feuerattacke bitte. Danke. Sehr schön. So, alles Stufe 14. Und mit diesem Erfolg breche ich erstmal diese Folge hier wieder ab. Ich setze mich dann noch ein bisschen ran an Offscreen-Training, aber keine Sorge, ich werde hier nichts vorne wegnehmen.
Heißt, ich werde noch alle Gebiete nicht betreten, in denen wir noch nicht waren. Und dann sehen wir uns halt auch in der nächsten Folge wieder, hoffentlich ein bisschen stärker. Und dann schauen wir doch mal nach, was uns in der Hütte von Chorus erwartet. Wir sehen uns, bis dann!